Expertise zu wann fängt Opfer sein an und wo hört es auf? Da würde jetzt das passen, was ich auf dem Herzen hatte. Also Harald, dann geht's los. Malen. Die Pflegestation wird gerade eröffnet. Oh. Nee. Für mich okay, für Aretis Privacy. So. Ich habe so kleine Fragmente, Puzzlestücke sammeln können. Ich überlege, inwieweit ich jetzt mich nur auf die Originale beziehe, quasi um es komplett authentisch auf meiner Wahrnehmung aufzusetzen. Könnte mich auch auf Mythologien beziehen. Vielleicht. Also könnte man machen, so A Brief History of Time. Halt, nur vom anderen Autor. Genau, den Anfang hat mir mein Jüngster erzählt auf dem Weg zur Kita. Er hat die ganzen Dunkelwesen gesehen und wollte wissen, wo die leben. Und hat einfach mal nachgeguckt, dreht mich zu mir hin und sagt: Papa, das ist nämlich so. Da war der Gott mit allen Wesen im Garten und da war alles so schön und friedlich. Und einem, dem war das so langweilig. Und dann hat er gesagt, lass uns ein bisschen was Spannenderes machen. Und hat er die ganz viele andere überzeugt. Und dann sind die wie rausgefallen aus dem Garten, so wie über Etagen runtergepurzelt. Und wir leben halt in einer Etage und unter uns, da wohnen diese Wesen, die ich so immer gerne sehe und zeichne, und geben die böse Liebe Gottes denen, und dann fehlte ihm Wort, er wollte Menschen sagen, aber er hat halt gesehen, dass es keine Menschen sind. Na, so wie Menschen, die da unten wohnen. Also die kriegen da die böse Liebe Gottes von den Monstern. So. Und das ist ja im Grunde, war ich sehr fasziniert, dass mir ein Fünfjähriger ohne irgendeine Ausbildung in religiösen Dingen mir die Apokalypse des Johannes runterbetet. Und dann auch noch wertfrei, indem er das sieht, dass das auch nur Signaturen der Liebe sind, was da an Dunkelheit wabert. Ja, alles verschiedene Signaturen der Liebe. Das ist sehr interessant. Ja, also das gibt mir schon mal das gute Gefühl zu sagen, dieser Kampf zwischen Gut und Böse, den kann ich als Aspekt zwischen Puzzlestücken irgendwo dann bestimmt mal finden, aber der Gesamtentwurf ist in Ordnung. Jetzt kann ich reingucken und versuche mal zu gucken, wie der das gemacht hat, der Lutze, eine bessere Welt zu bauen. Und da begegnet mir immer wieder, also auf verschiedensten Ebenen, da gab es quasi inkarnierte Aliens, die sich geoutet haben und Besetzungen, also wo eine Menschenseele drin war, aber dann noch ein Gast, der sich geoutet hat. Und so erfährt man von diesen Planeten, wo es Spinnen, Schlangen und Oktopusse gab, die quasi als Zivilisation gelebt haben. Und bei den Spinnen war es so, dass die über 7 Ebenen ihren Inkarnationszyklus hatten. Die Physis, um sich zu reproduzieren. Und dann, wenn die gestorben sind, bei uns sind das ja 3 Ebenen, wir kommen in die Astralwelt und dann gehen wir ins Licht und dann werden wir wieder recycelt in die Physis. Also wir haben das über 3 Ebenen. Die hatten halt 7 Ebenen und es war so spannend, dass diese erste Ebene gar nicht mal so wichtig war. Und in dieser ersten Ebene gab es halt eine Angewohnheit, wie unter Spinnen auch im Tierreich bei uns üblich, dass die Männchen sich extrem hingezogen fühlen zu den Weibchen.
und dann die Begatten. Und wenn die Begattung abgeschlossen ist, dann werden sie gefressen von den Mädels. Und ich habe das tatsächlich in einer Aufstellung so erfahren, dass das die höchste Glückseligkeit für die Männer war, zum Fleisch ihrer eigenen Nachkommen zu werden. Also in der Biologie, das ist eine Form von Hingabe, die über die eigene Leiche geht. Und das ist so wie die Urblaupause des Opferkultes. Wir können da mal ein Häkchen dran machen, weil du hast mich nach dem Opfer gefragt. Bei den anderen beiden Spezies, die Schlangen haben diese Fähigkeit, wenn sie dann später bei Menschen eingesetzt werden als Kundalini- und Tummusschlange, dass die alles auf den Kopf drehen. Also die satanische Verdrehung kommt von den Schlangen. Die Kraken, weiß man ja hier in der Biologie, dass die ein Gehirn im Kopf haben und ein Gehirn jeweils in einem Arm. Und wenn ich die als Wesenheit habe, dann kann die mit dem Kopf einen Menschen besetzen und den Arm in einem anderen Menschen drin haben. Ist damit die wesenhaft energetische Blaupause für jegliche Form von Hierarchie. Ja, die satanische Verdrehung, das Bilden von Hierarchien und den Opferkult habe ich in diesen drei Spezies ursprünglich angelegt. Und beim Opferkult ist halt noch wichtig, zu wissen, dass da eine Intrige lief und die Männer dahingehend manipuliert worden sind, dass sie gesagt haben, Scheiß auf die Fortpflanzung, wir pflanzen uns biotechnisch über Pilze fort und radieren jetzt diese gesamte unterste Ebene aus, insbesondere die Frauen. Frauen werden alle getötet, dann werden wir nicht mehr geil und dann werden wir nicht mehr gefressen. Werden wir nicht mehr geil. Ja, und das ist auf der energetischen Ebene quasi eine getrennte Libido, und zwar die höchste Form der Libido und Hingabe, die man sich vorstellen kann, nämlich der Opferkult. Und da der ist getrennt worden und konnte sich niemals entladen im Leben, hat ungeheuer viel unerlöste Energie akkumuliert. Dann kommen die Schlangen, die alles auf den Kopf drehen und speisen diese Energie, die eigentlich sakral ist, ins Mentalfeld rein. Und dadurch wird die ganze Sprache sexualisiert mit diesem ungeheuren Spannungsfeld, was wiederum dazu führt, dass ich dem Mentalen viel zu viel Bedeutung einräume. Ah, jetzt weiß ich auch, Ja, warum. weil das zieht in den Kopf, da ist so viel Bedeutung, sexuelle Bedeutung, Genau, aber dass ich gar nicht im Herzen oder weiter unten sein kann oder sein muss. Und man fühlt es in der Sprache, oben, unten, links, rechts, ja, nein, es ist alles sexuell. du musst nur über die Straße laufen, die Blicke der Leute, alles ist voll damit, ich kann es nicht mehr ertragen. Also was sagt man irgendwie aus der Psychologie? 95% der gedachten Gedanken bei einem 20-Jährigen drehen sich um die Fortpflanzung. Den ganzen Tag. Und das ist halt über diese Fähigkeit der Schlangen, das, was oben ist, nach unten und das, was unten ist, nach oben zu bringen, die getrennte Sexualität nach oben gebracht und in dem Chaos, was dann entsteht, zerfleddert sich die Gesellschaft und weil niemand mehr erwachsen werden kann in dem Chaos, oder noch nicht mal, das Primäre ist tatsächlich, wenn ich die Frauen töte. In der Natur ist die Weisheit mit der Frau. Die Frau hält die Anbindung an den Schöpfer, der Mann rotiert drumherum und folgt der Weisheit der Frau, schützt und versorgt. Und wenn die Frau jetzt gedisst wird, dann rotiert der Mann außenrum, hat aber keine Anbindung mehr. Und was muss ich machen? Ich muss eine Hierarchie schaffen, um die Frau, an die ich mich nicht mehr anbinden kann, einen Mann zu ersetzen, der mir sagt, was sie zu tun hat. Es ist nicht im Mann angelegt zu wissen, was im Sinne der Schöpfung ist.
Also auch diesen, ne? Auch da habe ich quasi in der Spinnenbiologie mit der Ermordung der Frauen, das spiegelt sich dann wieder mit der Beseitigung des Matriarchats in unserer Kultur. Und das Ende vom Lied auf dem Planeten war halt, dass die Spinnen verkackt haben, der Planet über den Jordan gegangen ist, gesprengt wurde, explodiert ist und das Konzept dann sich über das Universum ausgebreitet hat. Und das ist die luziferische Schöpfung, ne, wo quasi die Archonten mit genau diesen komischen Polaritäten, die auf diesem Planeten entwickelt worden sind, in jeden Planeten, den sie infizieren, reingehen und das schöpfen, was wir bei der Menschheit halt gerade erkennen. Totale Selbstzerstörung in Hierarchien, weil niemand mehr Selbstverantwortung übernehmen kann, mit einer übersexualisierten Sprache, die die Leute im Kopf hält und ihnen gar nicht erlaubt, ihr Herz zu fühlen, und alles steht auf dem Kopf. Und das ist, ja, und da findest du jetzt halt genau diesen Opferkult drin. Und der Opferkult ist nichts weiteres als der Ausdruck der unerlösten Spinnensexualität in dem satanischen Einfluss. Das war noch mal eine ordentliche Aufrestaurierung dieses Wissens, Harald. Das ist total spannend. Wenn man fühlt, wo das herkommt, ist es leichter zu handhaben, zu transportieren. Und ich bin da jetzt gar nicht mal im Urteil. Also versuche mir jetzt dahin zu manövrieren, dass ich sage, der böse Luzifer, was hat er da für einen Unsinn gemacht? Das Universum, was er damit kreiert hat, ist tatsächlich hochspannend. Das stimmt, Harald, gut gesagt, ja. Also ich kann sagen, wir haben jetzt genug gelernt auf der Ebene und es ist an der Zeit, zu mehr Ordnung zurückzukehren. Aber versuche mich dazu zu bringen, zu sagen, hey Luzi, war ein Fehler. Lass uns doch zurück in den himmlischen Chor gehen. Fangen wir da an als Chorleiter. Wir lauschen der Hafenmusik. Weiß ich nicht, ob ich das so sagen wollen würde. Es gibt halt zwei, wenn man genau guckt, was ist denn so böse an dieser Welt? Da habe ich genau diese beiden Positionen. Im Luziferischen ist es die Langeweile, die Quelle darstellt. Der war einfach gelangweilt. Die Entwicklung ging ihm nicht schnell genug und er wollte Katalysatoren kreieren, die zu einer schnelleren und effizienteren Entwicklung von Bewusstsein dienen. Ja, da ist das Motiv Langeweile und im Satanischen, das ist dann quasi das gefallene Planetenbewusstsein, angefangen mit dem Planeten, der sich dann selbst zerstört hat. Das sitzt auf Trauma und folgt dem Reinszenierungsimpuls. Der sagt, wenn ich ein Trauma habe, dann muss ich es reinszenieren, um im nächsten Durchlauf meine Lektion zu lernen. Das ist ein Heilungsimpuls, ist das letzte Glied. Absolut konsequent. Also was habe ich? Zwei Mechanismen. Der eine dient der Heilung und der anderen der Beschleunigung von Entwicklung und Vermeidung von Langeweile. So, und jetzt urteile nochmal gegen diese Schöpfung. Wird schwierig, wird dünn die Luft an der Stelle. Das war Allen echt. Dingen, wenn ich sage, ja, mach doch mal eine bessere. Ja, mach mal eine bessere Folie für das Universum, ne? Das Ja. wird erklärt, Harald. Sehr gut. Aber das ist halt genau die Qualität vom Einheitsbewusstsein, dass man dann Schritt für Schritt aus dem Urteil kommt. Erst quasi das sich reinszenierende Böse transzendiert, indem man merkt, ach, das sind alles nur Heilungsimpulse. Und dann im zweiten Schritt den Frieden mit der Kurzweil macht. Das ist witzig. Kurzweil. Dass Langeweile das Grundmotiv ist und Ray Kurzweil, der aber okay, des Transhumanismus. Okay, das, ja, ich weiß, was du Gegenmodell meinst. zu Langeweile. Warte mal, ich muss, das können wir so ins Protokoll aufnehmen. Ja, auf jeden Fall. Yahweh der Antichrist ist, dann ist Ray Kurzweil der Anti-Luzifer. Die Luzifer, der Langeweile-Stifter hier.
Oder? Nee, der ist Luzifer, kurz, weil genau so rum, nicht der Anti-Luzifer. Das ist Luzifer. Kurzweil. Ja, stimmt schon, Harald, ja. Ray auch noch, der Strahl. Gibt es ein Wort für Anti-Langeweile? Keine Ahnung, Harald. Anti-Langeweile. Das ist das Gegenteil von lang, Kurzweil. Kurzweil. Kurzweilig sagt man im Deutschen, ne? Das sagt man, ja, kurzweilig, ja. Nee, habe ich kein Wort drauf. Der Frank wüsste jetzt sicher eins. Er hat ja diesen Spektrum an so Wörtern auch am Start. Ja, witzig. Vielleicht ist es tatsächlich ein Synonym für Luzifer. Oder für seinen Strahl. Für seinen Strahl, Langeweile Strahl. Ray kurz. Ja. Ja, Sprache ist witzig. War es sehr witzig, vor allem wenn man sie mal richtig versteht. Also wenn der Kopf mal richtig versteht, was Sprache bedeutet, ja. Und nicht nur diesen Faden langläuft, wo jeder spricht. Dafür muss man halt seinen eigenen Raum von Wortvermischungsintelligenz erschaffen. Okay, Harald, hast die Frage jetzt demnach beantwortet? Magst du noch ein paar Beispiele bringen jetzt, die man sonst noch Ja, auf dem für Schirm hat? Opfer. Ja, für Opfer, ja. So, was wäre jetzt das kleinste Opfer, zum Beispiel? Oder das? Oder das geringfügigste Lernen in dieser Energie. Ja, jede Unterordnung innerhalb einer Hierarchie. Okay. Opferkult, weil ich opfere meine Souveränität, meine Selbstliebe und diene wem anders. Genau. Und da fängt es an. Und das Schlimmste wäre, wenn man sein Leben für jemanden opfert, oder? Ist jetzt mal Ja, so. also Opfer, also ich kenne das aus Rückführungen, wenn das erstmal so aussieht, als ob Blutopfer gereicht wurden. Und dann denkt man, oh Gott, wie böse waren die, die geopfert haben. Und dann stellt sich aber fest, das Opfer ist da mit stehenden Fahnen in absoluter Freiwilligkeit reingegangen und wollte den Göttern geweiht werden. Kurzer Moment, wo das Messer dann schneidet, meine Güte. Es war so ein kleines Übelchen, was man so mal mitnehmen konnte, musste dann. Aber da ist ganz viel Freiwilligkeit drin. Jetzt nicht bei Kindsopfern natürlich nicht. Die sind zu klein, um freiwillig so etwas zu entscheiden. Das kann man dann wieder nur karmisch quasi in Ausgleich denken. Okay, verstehe. Gut, Harald.